Wir sind zurück bei der Soccer Lounge und unsere Gäste sind schon, die nächsten Gäste sind schon in der Pole Position. Die müssen sich noch ein bisschen gedulden, weil wir haben ein Fragebuch, wo, heisst gar nicht, hunderte von Fragen, Michi. Suchst die richtigen raus, bitte. 506 Fragen und wir wissen, die Fußballer sind natürlich von Art und Weise Menschen, die immer fragend sind. Was ich immer hinterfrage. Ein Mysterium auch zum Teil. Mysterium, so. Das Thema ist letztes Jahr. Eine Person, die Sie vernachlässigt haben. Ich versuche immer so gut, wie es geht, mich um die wichtigsten Leute zu kümmern in meinem Leben. Das sind ist meine Familie, meine Freundin. Und dementsprechend kann es gut sein, dass der eine oder andere Kollege dann mal ein bisschen vernachlässigt worden ist. Nicht böse nehmen? Nein, ja nicht, ja nicht. Kindheitserinnerungen, eine TV-Serie, mit der Sie aufgewachsen sind. Was hat mit Ihrer Kindheit so geschaut? Ich bin immer draussen am Fußballspielen. Ich bin gar nicht gross dazu gekommen, zum Fernsehen zu schauen. Richtig, ganz Antwort. Langweilig, ganz lang. Ja, wenn, dann nicht so, dass jeder Tag immer das Gleiche war. Gut, du bist in einer Generation, wo es Fernsehsendungen nicht mehr so leicht hatte, oder? Ja, das stimmt, ja. Nicht so bei mir. Gut, Entscheidungen treffen. Ihre schlechteste Entscheidung? Egal ob Sport oder privat. Bist du wirklich mal daneben gelegen? Hast du die falsche Ausgang geführt? Oder? Nein, jetzt. Böse oder? Nein, ich komme jetzt so spontan nicht in den Sinn. Wow. Wenn ich jetzt einen Clubwechsel würde ansprechen, wäre das ganz, ganz schlimm von mir. Was? Das ist aber nicht der Fall. Und dementsprechend, sage jetzt mal, alle grossen Entscheidungen, die ich da vor im Leben sind richtig gewesen. Sind gut gewesen. Also, Entscheidungen, dass du heute Abend herkommst, finde ich exzellent. Ja, das war die beste. Heute. Exzellente Wahl. So. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on sportlhd.com.